Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10, dem Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung weiter verbessern, Drucksache 19-3800. Zu Wort gemeldet hat sich für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN Herr Kollege May. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, und Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank für die freundlichen Wünsche. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beobachten den Trend, dass immer mehr Schülerinnen und Schüler nach der mittleren Reife sich dazu entscheiden, nicht direkt in eine duale Ausbildung zu gehen, sondern dann erst einmal ein schulisches Angebot verfolgen. Wir beobachten, dass Fachoberschulen eine steigende Nachfrage erhalten, dass die Angebote an beruflichen Gymnasien stärker nachgefragt werden, dass das Gymnasium an sich stärker nachgefragt wird und eben weniger Menschen in die duale Berufsausbildung gehen und dort viele Plätze unbesetzt bleiben. Man kann das beklagen, aber ich denke, wichtiger ist, dass Politik sich diesem Prozess annimmt, den analysiert und dann eben geeignete Initiativen daraus entwickelt. Ich glaube, wenn wir uns einmal anschauen, wieso machen das junge Menschen, dann ist da nicht immer der Wunsch dahinter, irgendwann ein Studium aufzunehmen, sondern die Entscheidung, die dann, sage ich mal, bei 15-, 16-Jährigen im Kopf auch stattfindet, geht auch darum, habe ich dann noch alle Alternativen offen? Und ich glaube, diese Denkweise, dass junge Menschen sich überlegen, ich möchte mir gerne alle Alternativen offen lassen, die sollten wir zum Anlass nehmen, beim Hochschulzugang Dinge zu reformieren. Und von daher hat die schwarz-grüne Koalition diesen Modellversuch für den Hochschulzugang für berufliche Alternative entwickelt. Und ich glaube, dass er an dieser Stelle an mehreren Stellen sehr viel Nutzbringendes leisten wird. Denn mit dem Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte sagen wir den jungen Menschen, auch wenn du nach der mittleren Reife eine Berufsausbildung nach der Schule wählst, kannst du dann immer noch studieren, wenn du das willst, und zwar ohne Zeitverlust. Voraussetzung ist dann dabei, dass die Berufsausbildung mindestens mit Note 2,5 oder besser abgeschlossen wird und 3 Jahre gedauert hat. Wir richten uns damit ganz bewusst an diejenigen, die sich für eine berufliche Ausbildung interessieren, aber auch mit dem Gedanken spielen, vielleicht irgendwann einmal eine Hochschule besuchen zu wollen. Für sie reißen wir Stoppschilder ein und ermöglichen einen neuen Zugang zur Hochschule und setzen damit ein bundesweit beachtetes Zeichen. Denn die Jugendliche, die sich jetzt überlegt, wie es nach dem mittleren Bildungsabschluss weitergehen soll, weiß nun, wenn sie eine berufliche Ausbildung wählt, kann sie trotzdem im Nachhinein in den akademischen Bereich wechseln, wenn sie das will, und zwar ohne Zeitverlust. Das ist der entscheidende Unterschied. Und wir sagen ganz deutlich, du schaffst dir keine Hindernisse in deiner Bildungsbiografie, wenn du einen anderen Weg als den zum Abitur wählst, sondern das genaue Gegenteil ist der Fall. Und die jetzt von der schwarz-grünen Koalition vorgenommene Öffnung des Hochschulzugangs und die damit erfolgte Öffnung der Hochschulen ist, glaube ich, ein Teil einer Bildungsexpansion, die höchstens noch vergleichbar ist mit der Bildungsexpansion der 70er Jahre. Sie ist für uns ein logischer Schritt daraus, Zugangshürden zu reduzieren und mehr Bildungsgerechtigkeit zu ermöglichen. Und es ist nicht nur eine Öffnung der Hochschulen, sondern es ist eine immense Aufwertung der beruflichen Bildung. Gerade weil der Zugang zur Hochschule mit der Berufsausbildung verbunden wird, macht es die Berufsausbildung attraktiver. Und deswegen hat auch heute der Geschäftsführer des Hessischen Handwerkstags, Bernd Munschenk, gegenüber der dpa gesagt, wir müssen den jungen Menschen signalisieren, eine Ausbildung im dualen System ist keine Sackgasse. Und weiter wird dann berichtet, Munschenk begrüßt zusätzlich die Initiative der Regierungsfraktionen von CDU und GRÜNEN, die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung auch für die Gesellen weiter zu verbessern. Zitat Ende.
Für uns ist das Ausdruck dessen, dass wir sagen, die berufliche und die akademische Bildung, die ist für uns gleichwertig. Wir finden, wir müssen weg vom Entweder-Oder zwischen akademischer Bildung und beruflicher Bildung. Wir müssen nicht nur die formalen Stoppschilder einreißen, sondern auch die in unserem Denken. Wir müssen die Stoppschilder einreißen, die einen Wechsel von dem einen Weg zum anderen behindern. Und wir sind überzeugt, dass so eine Vernetzung zwischen beruflicher und akademischer Bildung für beide Bereiche sehr hilfreich sein wird. Die Hochschulen können, glaube ich, nur davon profitieren, wenn sie die Perspektive von beruflich qualifizierten Studierenden aufnehmen. Die Berufsausbildung wird, wie gesagt, aufgewertet. Das schafft neue Perspektiven für junge Menschen, aber auch für die Betriebe, die sie ausbilden, weil sie nämlich nicht nur damit ihre Berufsausbildungsplätze attraktiver machen, sondern eben auch ganz neue Möglichkeiten der Personalentwicklung erhalten. Und wir haben das jetzt als Modellversuch aufgesetzt, weil wir wissen, dass es ein Prozess sein wird, tatsächlich die Übergänge hier gut auszugestalten. Denn es ist ja klar, dass derjenige, der ein Abitur erhält, natürlich andere Qualifikationen mitbringt als derjenige, der eine berufliche Bildung durchlaufen hat. Das wird auch so bleiben, dass man dort andere Qualifikationen setzen muss. Und hier wird man genau schauen müssen, welche Übergangsmöglichkeiten sind dort notwendig. Denn die formale Öffnung, das ist das eine, aber es ist nur die halbe Miete, denn die tatsächliche Öffnung bedingt noch anderes. Ich denke da an Mentorenprogramme, ich denke an Brückenkurse, insbesondere in Mathematik. Und das sind dann eben tatsächliche Hürden, die wir dann noch einreißen müssen, die auch schon von den Hochschulen in Angriff genommen werden, damit halt diejenige, die sich jetzt mit 15, 16 überlegt, vielleicht eine Lehre zur Elektrikerin zu machen, dann tatsächlich auch ohne Probleme nach dieser Lehre einen Hochschulzugang auch tatsächlich nutzen zu können. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Aber wenn wir sagen, dass berufliche Bildung und akademische Bildung uns gleichwertig sind, dann müssen wir eben auch den Rückweg im Auge haben. Denjenigen, der für sich feststellt, dass das Studium nicht das Richtige ist, für den müssen wir die Angebote weiter stärken und Alternativen weiterentwickeln, die da sagen, es gibt auch einen Weg aus der Hochschule raus. Wir haben hier Angebote für dich, dass du in die berufliche Bildung übergehen kannst. Denn wir brauchen sie alle, jeder ist uns wichtig, und deswegen müssen wir solche Angebote, die auch direkt auf Studienabbrecher zielen, deutlich verstärken. Und wenn man über Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung redet, dann müssen wir auch über Berufsorientierung reden. Auch das ist von Herrn Mundschenk von dem Handwerkstag heute adressiert worden. Deshalb ist es so wichtig, sagt er, Berufsorientierung an den Schulen ab der 8. Klasse gerade auch an den Gymnasien einzuführen. Das war auch eine Erkenntnis des Bildungsgipfels, den wir durchgeführt haben, wo wir auch als Koalition schon Maßstäbe gesetzt haben. Aber ich will sagen, wir müssen auf diesem Weg weitergehen. Das Gymnasium muss wissen, wenn mehr als die Hälfte oder die Hälfte der Schülerinnen und Schüler jetzt am Gymnasium unterwegs ist, dann reicht es eben nicht aus, nur auf ein Studium an einer Universität vorzubereiten, sondern dann müssen dort in der Berufsorientierung berufliche Bildung und akademische Bildung gleichwertig orientiert werden. Ich glaube also, die erhöhte Bildungsaspiration, wie es im Fachdeutsch heißt, also der Wunsch junger Menschen nach mehr qualifizierter Ausbildung, sollte nicht abqualifiziert werden. Das Jammern über einen angeblichen Akademisierungswahn hilft uns nicht, sondern wir müssen solche Tendenzen aufgreifen. Wir müssen den jungen Menschen neue Alternativen schaffen, weil Prozesse wie Globalisierung und Digitalisierung erfordern halt, dass wir so viele gut qualifizierte Fachkräfte, sowohl akademisch qualifiziert als auch beruflich qualifiziert, benötigen, wie es gerade so geht. Und deswegen müssen wir eben solche Maßnahmen weitergehen. Und ich glaube, dass der Modellversuch für beruflich Qualifizierte da ein richtiges Mittel ist. Ich möchte zum Schluss noch einmal betonen, für unsere Koalition sind berufliche
und akademische Bildung gleichwertig. Aus diesem Gedanken und dem Leitbild der Bildungsgerechtigkeit, zu der eine offene Hochschule unabdingbar gehört, haben wir den Modellversuch für beruflich Qualifizierte für den Hochschulzugang aufgelegt. Wir ermöglichen damit erstmals und einzigartig, dass mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung ein direkter Hochschulzugang ermöglicht wird. Wir stärken damit sowohl die duale Ausbildung als auch die Perspektiven junger Menschen. Wir schaffen ihnen neue Perspektiven. Und ich finde es sehr gut, dass wir als Hessen an dieser Stelle ganz weit vorn sind und damit diese gerade stattfindende Bildungsexpansion erfolgreich gestalten werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr May. Als nächstes spricht für die Fraktion der Sozialdemokraten Frau Kollegin Habermann. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr May, auch von dieser Stelle noch einmal herzliche Glückwünsche zum Geburtstag. Für die SPD-Fraktion kann ich sagen, das Ziel, die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung zu verbessern, wird von uns uneingeschränkt geteilt. Was allerdings den Punkt 1 Ihres Antrags, das Allzeithoch bei der Lehrerversorgung und die Rekordausgaben im Hochschulpakt mit dem Erreichen dieses Ziels zu tun haben, hat sich mir nicht erschlossen. Und Sie sind ja auch in Ihrer Rede wohlweislich nicht darauf eingegangen. Vielleicht gelingt es Ihnen einmal mehr, einen zustimmungsfähigen Antrag so mit Eigenlob zu garnieren, dass eine Zustimmung der Opposition der Verleihung eines Lorbeerkranzes für ihre tatsächlichen oder vorgeblichen Leistungen gleichkommt. Kollege May, das erschwert ein bisschen ein einfaches Ja zu diesem Antrag. Und das ist schade, denn das Anliegen des Antrags ist wichtig. Und jede Maßnahme zur Verbesserung der Durchlässigkeit im Bildungssystem ist nicht nur eine Chance für einzelne Menschen, sondern auch eine Notwendigkeit für einen sich ständig verändernden Arbeitsmarkt. Tätigkeitsprofile und Anforderungen ändern sich rasant. Neue Berufsbilder entstehen. Die Geschwindigkeit der technologischen Innovation erfordert mehr und neue Qualifikationen von Einzelnen in immer kürzerer Zeit. Und eine Aufteilung nach ausschließlich theorie- oder praxisorientierter Ausbildung oder vereinfacht nach Kopf und Hand ist längst obsolet geworden. Die Forderung, lebenslanges Lernen zu fördern und zu ermöglichen und auf bestehende Schul- und Berufsabschlüsse aufbauen zu können, entspricht nicht nur dem Anspruch an ein gerechtes Bildungssystem. Offene Türen zu anderen und weiterführenden Qualifikationen sind zur Notwendigkeit für jeden Einzelnen geworden, um seine Bildungschancen und beruflichen Perspektiven zu nutzen. Meine Damen und Herren, seit dem KMK-Beschluss vom Juni 2002 über die Anrechnung von außerhalb des Hochschulwesens erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf ein Hochschulstudium haben alle Bundesländer Regelungen beschlossen, die Durchlässigkeit zu verbessern. Fast alle, so wie bisher auch Hessen, nehmen als Kriterium für die Aufnahme eines Studiums nach der Ausbildung eine dreijährige Berufstätigkeit im erlernten Ausbildungsberuf. Rheinland-Pfalz hat diese Bedingung auf 2 Jahre gekürzt und weitere Möglichkeiten eröffnet, ohne Abitur ein Studium aufzunehmen. Insofern, Herr May, ist der neue hessische Ansatz eine Weiterentwicklung. Das ist in der Tat korrekt. Es werden bestehende Zulassungsvoraussetzungen verändert und dadurch Hürden für die Absolventen auf ein Studium niedriger gelegt. Wir begrüßen deshalb den vom DGB und den Handwerkskammern unterstützten Modellversuch in Hessen,
der bei entsprechenden Voraussetzungen auf den Nachweis der Berufstätigkeit nach der Ausbildung verzichtet, und wünschen uns, dass er nicht nur rege genutzt, sondern ihn auch in eine regelhafte Praxis überführt werden kann. Kolleginnen und Kollegen, bedenkenswert halte ich in diesem Zusammenhang die Regelung im Hochschulgesetz von Hamburg. Hamburg ist das einzige Bundesland, das die Verpflichtung der Hochschulen gesetzlich festgeschrieben hat, Studierende ohne Hochschulzugangsberechtigung bei der Studiengangsplanung zu berücksichtigen und besondere Angebote für diese Gruppe zu entwickeln. Ich denke, das ist auch für Hessen eine Idee, über die nachgedacht werden sollte, um die Zahlen der Studierenden aus diesem Bereich zu erhöhen und sie im Studium auch zu unterstützen. Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich auch noch einige Bemerkungen zum Thema Durchlässigkeit machen, die mir sehr wichtig sind. Wenn wir über Durchlässigkeit des Bildungssystems diskutieren, so ist fast immer die vertikale Durchlässigkeit gemeint, die Anschlussfähigkeit nach einem erworbenen Abschluss. Wer die Forderung nach Gleichwertigkeit akademischer und beruflicher Abschlüsse allerdings ernst nimmt, muss sich auch die Frage nach der horizontalen Durchlässigkeit in unserem Bildungssystem stellen. Wer mehr jungen Menschen die Wahl zwischen Ausbildung und Studium oder eine Kombination beider Wege erleichtern und öffnen will, kann nicht darüber hinwegsehen, dass die horizontale Durchlässigkeit in unserem Bildungssystem bis zum ersten Schulabschluss nur auf dem Papier Bestand hat. Wir wissen alle, dass Kinder sich unterschiedlich schnell entwickeln. Das gilt nicht nur für motorische oder soziale Kompetenzen. Es gilt insbesondere auch für die Entwicklung von Lernbereitschaft und Lernfähigkeit. Interessen an Themen, Fächern oder einem Berufsbild entstehen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und verändern sich. Motivation und Eigeninitiative ebenfalls. Unser Bildungssystem ist bisher nur unzureichend flexibel strukturiert, um individuelle Entwicklungsbiografien ausreichend zu berücksichtigen und zu fördern. Es ist z.B. längst überfällig, und da bin ich ganz Ihrer Meinung, dass auch an Gymnasien die Möglichkeiten verschiedener Berufs- und Ausbildungswege durch ein Angebot zur Berufsorientierung im Unterricht von den Schülerinnen und Schülern erfahren werden können. Eine vorrangige Orientierung, Kolleginnen und Kollegen, auf ein anschließendes Studium im Gymnasium ist nicht mehr zeitgemäß. Durchlässigkeit ist eine Forderung, die an das gesamte Bildungssystem gestellt werden muss. Denn nur in einem von Beginn an durchlässigen Bildungssystem kann es gelingen, die Begabungspotenziale des Einzelnen auch auszuschöpfen. Und wer zu Recht darüber über Wege nachdenkt, die Durchlässigkeit zwischen Beruf und Studium zu erhöhen, darf aus unserer Sicht einen kritischen Blick auf die mangelhafte Durchlässigkeit des Schulsystems nicht verweigern. Zusammenfassend will ich sagen, die SPD-Fraktion unterstützt die Forderung, die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Ausbildung zu erhöhen. Wir begrüßen das Modellprojekt als einen Baustein zu größerer Anschlussfähigkeit im Bildungssystem und auf die selbstverliebte Begleitprosa des Koalitionsantrags hätten wir gerne verzichtet. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Habermann. Als nächstes hat das Wort Frau Abg. Nicola Beer für die Fraktion der Freien Demokraten. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, nach den Ausführungen von Herrn Kollegen May muss ich, obwohl er heute Geburtstag hat,
doch hier etwas anders einsteigen, als ich das ursprünglich geplant hatte, weil Herr Kollege May mich das dann doch geärgert hat. Gerade die berufliche Bildung mit ihrer Vielzahl an Möglichkeiten und Abschlüssen, mit ihren Angeboten an permanente Anschlussfähigkeit und lebenslanges Lernen hat stets und nicht erst seit dem neuen hessischen Modell versucht, die Durchlässigkeit, den sozialen Aufstieg durch immer wieder neue Möglichkeiten sichergestellt in unserem Bildungssystem. Ich glaube, dass das auch etwas mit der Wertschätzung und dem Respekt gegenüber der dualen Ausbildung und den anderen Möglichkeiten der beruflichen Bildung zu tun hat, hier nicht so zu tun, als würden Sie dies neu in dieser Woche erst herstellen. Denn, Herr Kollege May, das ging auch ohne Zeitverlust. Sie werden wissen, dass man parallel zur dualen Ausbildung durch Zusatzunterricht, Frau Kollegin, und eine entsprechende Vorbereitung auf den Hochschulzugang jederzeit auch den Hochschulzugang erwerben konnte, und zwar parallel zur Gesellenprüfung. Also kein Zeitverlust, aber ansprechende Vorbereitung. Und, meine Damen und Herren, lieber Herr Kollege May, der neue hessische Modellversuch muss erst unter Beweis stellen, dass er ohne diese Vorbereitung, die es bis jetzt an unseren beruflichen Schulen gegeben hat, dieselbe Qualität und vor allem auch dieselbe Grundlagen für die dann Gesellen und den erfolgreichen Einstieg in eine akademische Ausbildung zur Verfügung steht. Sie spielen hier nämlich auch mit Biografien. Und uns kann nicht daran gelegen sein, den Zweig derer zu stärken, die nach dem Versuch einer akademischen Ausbildung dann Wiedereinstiegsprogramme brauchen, so löblich es ist, dass das Handwerk und andere dies mittlerweile organisieren, um wieder in der Berufswelt anzukommen. Ich glaube, es muss uns daran gelegen sein, alle Talente in unserer Gesellschaft angemessen zu fördern. Und zu dieser angemessenen Förderung gehört eben, dass uns stets alle Wege im beruflichen Bereich, in der akademischen Bildung offen stehen, und zwar völlig unabhängig davon, wie alt wir sind. Da wird sich auch einiges in unserer Arbeitswelt verändern. Deswegen stehen wir Freie Demokraten für ein Bildungs- und Ausbildungssystem, das eben gerade diese Durchlässigkeit, dass die Weiterqualifizierung nicht nur für Nachwuchskrämpfe, sondern eben auch für im vorangeschrittenen Alter sicherstellt. Wir haben mit Blick auf den Fachkräftemangel, Herr Kollege May, und vor allem auch die Veränderungen in der Arbeitswelt im Zuge der Digitalisierung wirklich jeden gut ausgebildeten Menschen notwendig. Wir brauchen sie, und zwar als bestausgebildete Menschen, sowohl im Bereich der beruflichen Qualifizierung als auch im Bereich der Akademiker. Und ich finde, die Leistungen dieser Frauen und Männer sind unabhängig von der Art ihres Ausbildungsabschlusses zu würdigen und wertzuschätzen. Und, Herr Kollege May, was mir bei Ihnen zu kurz gekommen ist, ist die Tatsache, dass aufgrund der demografischen Entwicklung wir wissen, dass wir im Arbeitsmarkt zu über zwei Dritteln Facharbeiter und Fachkräfte verlieren und nur zu gut einem Drittel akademischen Arbeitskräfte. Das bedeutet doch, dass es entscheidend sein muss, nicht die Flucht aus dem Bereich der beruflichen Ausbildungsberufe schneller zu organisieren, sondern dass wir die berufliche Bildung, dass wir die Berufswelt attraktiver machen müssen. Und dazu haben Sie hier nichts gesagt. In Zeiten von Arbeit 4.0 müssen wir die Berufsbilder zügig an die Herausforderungen und Bedürfnisse des digitalen Zeitalters anpassen. Die Berufe haben sich jetzt schon weiterentwickelt, und es werden in den nächsten Jahren völlig neue Berufsbilder entstehen, die wir heute noch gar nicht kennen und die auch die alten Berufsbilder ablösen werden. Wir wissen doch aus Studien, dass über 60% der Kinder, die dieses Jahr in Hessen eingeschult werden, nach ihrem Schulabschluss in Berufen arbeiten werden, die wir heute noch nicht kennen. Die wir heute noch nicht kennen. Das heißt, wir müssen uns doch rechtzeitig genau auf diese neuen Entwicklungen vorbereiten. Wir müssen dem Rechnung tragen, und zwar quer durch unser Bildungssystem, aber auch quer
durch unsere Berufswelt. Neue Berufsbilder müssen schneller entstehen als in der Vergangenheit und dann auch zu passenden Ausbildungsbildern führen. Die Curricula, Herr Kollege May, sind anzupassen und vielfach sogar völlig neu zu entwickeln. Die moderne Ausstattung der Berufsschulen ist endlich voranzutreiben, und die Aus- und Fortbildung der Berufsschullehrkräfte muss doch diesen Veränderungen Rechnung tragen. Wenn mir dieser Tage ein junger Mann erklärt, dass er anwesend war bei einer Prüfung, einer Examensprüfung eines Referendars, der nur deswegen durch die Prüfung durchgefallen ist, weil er anstelle eines Kreidetafelbildes mit digitalem Handwerkszeug gearbeitet hat, Herr Kollege May, es tut mir schrecklich leid, dann sind wir in all diesen Rahmenbedingungen, die wir brauchen, um unsere neue Berufswelt attraktiv zu machen, nicht auf der Höhe der Zeit. Und deswegen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir streiten sehr dafür, vor allem den Bereich der beruflichen Bildung wieder attraktiver zu machen. Die Veränderungen in unserer Arbeitswelt müssen auch in der Bildungswelt reflektiert werden, vor allem auch deswegen, weil dies völlig neue Bildungs- und Arbeitsbiografien mit sich bringen wird. Die Frau Kollegin Habermann hat schon darauf hingewiesen. Und ich glaube, dass das, Frau Kollegin Habermann, extrem viele Chancen für die Menschen in unserem Land mit sich bringt, denn sie haben die Chance, sich regelmäßig neu zu erfinden. Nicht nur im Sinne von vertikal und horizontal, sondern wir werden uns daran gewöhnen müssen, verschiedene Berufe in verschiedenen Branchen über die Lebenszeit auszuüben. Das ermöglicht aber eben gerade auch die Chance, sich hier weiterzuentwickeln. Und wir müssen die Menschen dafür stark machen, ihnen gleichzeitig die Angst nehmen, dass sie auf irgendeinen Bereich festgelegt sind, für den sie sich zunächst entschieden haben. Und genau das und die Anstrengungen hierzu, die fordern wir als Freie Demokraten ein, weil wir sie bislang leider in diesem Land vermissen. Und dies bedeutet für uns dann auch eine landesweite Strategie, ein abgestimmtes Konzept, von dem leider wenig zu sehen ist in Hessen. Ein abgestimmtes Konzept mit deutlich mehr an Digitalisierung, deutlich mehr an Technologie- und Innovationsoffenheit und insbesondere auch einer neuen Betonung von Interdisziplinarität sowie die aktive Verzahnung gerade zwischen Praxis und akademischem Bereich. Herr Kollege May, etwa so, wie wir das im dualen Studium sehen, denn hier haben wir den Vorteil, dass der jeweilige Auszubildende / Studierende auch im Unternehmen verbleibt. Das heißt, das Unternehmen profitiert davon, sich auch hier im beruflichen Bereich engagiert zu haben in der Ausbildung und muss nicht befürchten, dass der Geselle so schnell wie möglich wieder den Ausbildungsbetrieb verlässt. Nicht hilfreich ist da allerdings in meinen Augen das aktuelle Verharren im Status quo und vor allem auch die zunehmende, ich muss das so ansprechen, auch wenn das wehtut, die zunehmende wirtschaftsfeindliche Einstellung der Landesregierung, wie wir sie erst kürzlich wieder im Kultusbereich beim Umgang mit Unterrichtsmaterial zu Gründung und Gründergeist manifestiert gesehen haben. Dies konterkariert unserer Meinung nach eben auch die Bemühungen, den richtigen und notwendig eingeschlagenen Weg zur schulformunabhängigen Berufs- und Studienorientierung fortzuführen. Denn wenn wir gerade in dieser besonderen Findungsphase Schülerinnen und Schüler dafür ermuntern wollen, sich der beruflichen Welt zuzuwenden, nicht darin zu verharren, die Schulzeit so schnell wie so lange wie möglich durch entsprechende Angebote zu verlängern, nicht darin zu verharren, vielleicht an der Hochschule eine ähnliche Ausstattung wie im Schulbereich zu suchen, dann, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, macht es wenig Sinn, sich entsprechend feindlich gegen der Berufs- und Wirtschaftswelt aufzustellen. Dann gilt es, die individuelle Förderung, die auch hier eine zentrale Rolle spielt, eben auch in diesem Bereich mit diesem Blickwinkel zu ergänzen. Und letztendlich warne ich davor, bei all den Anstrengungen, die diesbezüglich zu unternehmen sind, die Qualitätsstandards der Bildungsabschlüsse, an denen Abstriche zu machen. Es wird darauf ankommen, Attraktivität des beruflichen Bereichs zu steigern, ohne eben auf Standards zu verzichten, die wir notwendig haben und von denen wir letztendlich
in zweierlei Sinne einen Bärendienst sonst den Menschen erweisen würden, zum einen im Hinblick auf ihre eigenen beruflichen Qualifikationen und Fertigkeiten. Frau Kollegin, Sie müssen bitte zum Ende kommen. Zum Ende und zum anderen auch im Hinblick auf die Sicherstellung der Standards und der Qualitäten im Gesamtsystem. Wie gesagt, der hier jetzt so bejubelte neue hessische Modellversuch muss den Beweis erst erbringen, dass er diese Standards hält und nicht absenkt. Wir möchten, dass Menschen sich aus der Attraktivität der beruflichen Bildung für diesen Bereich entscheiden. Sie hatten schon immer die Möglichkeit, entsprechende Anschlussverwendung und damit einen sozialen Aufstieg zu organisieren. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Beer. Zu einer Kurzintervention hat sich gemeldet Herr Abg. May. Bitte sehr. Ja, sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mich nicht zu Wort gemeldet, weil ich bei vielen Passagen Ihrer Rede nicht verstanden habe, wo da der unmittelbare Bezug zu dem ist, was wir hier gerade verhandeln. Also, wenn dann Referendare wegen Tafelbildern oder Nicht-Tafelbildern ihr Examen verfehlen, kann ich das auch nicht nachvollziehen. Aber ich kann vor allen Dingen nicht nachvollziehen, wo da der Bezug zur Debatte ist. Und viele andere Aspekte da mehr. Aber es gab zwei Punkte, die wirklich hier klarzustellen sind. Der erste Punkt war, dass Sie uns vorwerfen, den Antrag stellen, wir würden damit die Flucht aus der Berufswelt befördern. Genau das Gegenteil ist der Fall. Und ich habe das auch deutlich ausgeführt, dass wir damit die berufliche Bildung aufwerten. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir schaffen ein neues Argument. Ich habe Ihnen das Zitat des Geschäftsführers der Handwerkskammer Hessen vorgelesen, wie das von der Handwerkskammer bewertet wird. Bei anderer Gelegenheit haben das auch andere Wirtschaftsverbände so interpretiert. Und genau das ist das Ziel dieser Maßnahmen. Von daher weise ich das entschieden zurück. Und auch noch den anderen Punkt, mit dem Sie angefangen haben, nämlich, dass ich in meiner Rede die Aufstiegsmöglichkeiten und die Leistungen der beruflichen Bildung, der beruflichen Bildung gering geschätzt hätte, dass ich dort die Aufstiegsmöglichkeiten verneint hätte, weise ich auch entschieden zurück. Das habe ich nicht gemacht. Das ist auch nicht meine Aussage. Ich weise das zurück. Und wenn Sie diese beiden Aussagen hier tätigen, dann müssten Sie schon einmal darlegen, aus welchen Aussagen Sie das schließen, aus welchen Aussagen des Antrags Sie das herziehen. Aber das einfach so vorzuwerfen, halte ich für schlechten Stil. Frau Kollegin Beer, Sie haben Gelegenheit zur Erwiderung. 2 Minuten. Herr Kollege May, das ist relativ einfach. Das können Sie dann auch im Protokoll nachlesen, wenn das bei Ihnen hier eine spontane Ausführung war, die dann in der Sache ein bisschen dran vorbeiging. Sie haben sich hier hingestellt und haben sich dafür gefeiert, dass es erstmalig für Gesellen eine direkte Möglichkeit des Hochschulzugangs gibt. Und das ist schlicht nicht der Fall, weil eben bislang parallel zur dualen Ausbildung mit den entsprechenden Zusatzprüfungen in Mathematik, Deutsch und Englisch dieser Zugang eben auch möglich ist, weil ich diese beiden Prüfungen, die duale, den dualen Gesellenabschluss und diese Zusatzprüfung gleichzeitig ablegen kann und dementsprechend auch ein direkter Hochschulzugang gegeben ist. Und deswegen haben wir ja auch bereits aus dem beruflichen System heraus über 40% der Abschlüsse, die einen entsprechenden Hochschulzugang ermöglichen. Und trotz der Kürze der Zeit kann ich Ihnen den Zusammenhang auch mit der Frage der Anpassung der Ausbildung, Prüfungsbedingungen und Fortbildungsmaßnahmen unserer Lehrerinnen und Lehrer erläutern. Die Schülerinnen und Schüler von heute merken doch, dass bei den rasanten und schnellen Veränderungen ihre Lehrkräfte zu einem großen Teil nicht mehr mit auf der Höhe der Zeit sind. Und dementsprechend ist es doch auch ein Teil der Attraktivität unserer dualen beruflichen Ausbildung, dass wir hier nicht nur neue Berufs- und Ausbildungsbilder schnellstmöglich umsetzen, sondern dass wir unsere Lehrkräfte fit machen, genau für diesen Bereich. Und ich halte zum Beispiel den Einsatz von digitaler Möglichkeiten im Rahmen der Pädagogik und der Ausbildung auch an unseren Berufsschulen hier für etwas, was diese Ausbildungsbilder interessant und attraktiv macht. Aber Ihre Ausführungen hier haben gezeigt, dass Sie den Zusammenhang leider nicht verstehen. Vielen Dank, Frau Kollegin Beer. Als nächstes spricht für die Fraktion DIE LINKE Frau Abg. Wissler. Bitte sehr.
Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Und falls mich jemand meiner Fraktion vielleicht gerade über Lautsprecher hört, wäre es lieb, wenn jemand in den Plenarsaal käme. Nimm Platz, Angler. Bitte. Ich biete dir gerne Platz an. Ja, ich nehme auch Leihklatscher. Also, so ist es nicht. Okay. Frau Kollegin, ich weise Sie nur darauf hin, dass auch unabhängig von der Abwesenheit Ihrer Fraktion die Redezeit läuft. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich dachte, ich warte ein bisschen ab, aber ich kriege ja auch so Applaus offensichtlich. Ja. Schwarz-Grün. Schwarz-Grün hat einen Antrag eingebracht, in dem begrüßt wird, dass immer mehr Menschen ohne Abitur an hessischen Hochschulen studieren. Und tatsächlich ist es so, dass es mittlerweile bundesweit über 50.000 Studierende gibt, die ohne Abitur studieren, etwa 50.000 von 2,7 Millionen. In Hessen sind es etwas über, der Minister wird es vielleicht gleich noch einmal sagen, etwas über 4.000, das ist mein Stand, also etwa 2%. Und diese Entwicklung, ja, die begrüßen wir, weil sie den Zugang zu Bildung verbessert. Jede Bildungshürde, die abgebaut wird, jedes Mehr an Durchlässigkeit im Bildungsbereich begrüßen wir, weil es Benachteiligungen, die bestehen, in diesem Bildungssystem abbauen und Menschen die Möglichkeit geben, eben einen höheren Bildungsabschluss zu erwerben. Deswegen begrüßen wir das an der Stelle ausdrücklich. An der Stelle sind wir einig, aber und da geht es mir wie der Kollegin Habermann, dass ich mich auch gefragt habe, warum in diesem Antrag so viel anderes noch mit reingebaut wurde, wo ich finde, schon man auch kritisch darüber diskutieren muss. Das ist natürlich zum einen die ganze Frage des Hochschulpakts und der Hochschulfinanzierung, wo wir schon nach wie vor eine strukturelle Unterfinanzierung sehen. Und ich glaube, wenn man sich anschaut, wie sich das Betreuungsverhältnis zwischen Professoren und Studierenden zahlenmäßig entwickelt hat in den letzten Jahren, dann finde ich, ist doch die Beschreibung, wie sie in dem Antrag ist, einfach zeichnet ein Bild, das wir so an den Hochschulen einfach nicht haben. Auch, dass der Bereich Übergang Schule und Beruf darin angesprochen ist. Jetzt ist der Wirtschaftsminister nicht da, der dafür zuständig ist, für die Frage der Berufsausbildung. Ich habe einen Blick geworfen in den Berufsausbildungsbericht, den aktuellen, der gerade vorgelegt wurde. Und da stellt man fest, dass sich die Lage auf dem Ausbildungsmarkt leicht verschlechtert hat, also dass die Quote der unversorgten Jugendlichen leicht gestiegen ist. Also von daher auch hier gibt es eine ganze Menge zu tun. Und ich finde, da sollte man kein Bild zeichnen, das einfach nicht der Realität entspricht. So, meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, das ist ein richtiger Schritt. Aber leider, und damit wird es wieder ernst, leider ist es um die Durchlässigkeit im Bildungsbereich schlecht bestellt. Bildungswege sind in diesem Land, und das wissen alle Bildungspolitiker, abhängig von der Herkunft und vom Elternhaus. Ich will noch einmal Zahlen nennen aus der Sozialstudie des Deutschen Studentenwerks. Von 100 Akademikerkindern beginnen 77 ein Hochschulstudium. Von Nicht-Akademikerfamilien sind es lediglich 23. Also ich finde, alleine diese Zahlen machen schon deutlich, dass wir ein Problem nach wie vor haben, was die Durchlässigkeit angeht. Und ich finde, dass der Schlüssel darin liegt, dass man viel früher ansetzen muss bei dem Abbau von Bildungshürden, bei dem Abbau von Benachteiligungen. Die Kollegin Habermann hat es auch angesprochen. Man müsste viel früher ansetzen, als Sie das in Ihrem Antrag machen. Ja, ich finde es richtig, dass wenn jemand, der nach der 4. Klasse auf vielleicht eine Realschule gegangen ist, der mittlere Reife gemacht hat, der eine Ausbildung gemacht hat, dass der die Möglichkeit hat, irgendwann eine Hochschule zu besuchen. Das ist vollkommen richtig, dass den Menschen diese Chance eröffnet wird. Vollkommen richtig, Herr Pentz, das ist völlig unstrittig. Aber ich fände es
noch besser, wenn man längeres gemeinsames Lernen hätte. Das heißt, dass wir gar nicht in die Situation kämen, dass Eltern, dass Lehrerinnen und Lehrer schon nach der 4. Klasse, also zu so einem frühen Zeitpunkt, wo die Entwicklung eines Kindes, eines Jugendlichen gar nicht absehbar ist, ja, wo man zu einem so frühen Zeitpunkt schon Entscheidungen trifft, die ja für das gesamte Leben, ja mitentscheidend ist. Natürlich kann man auch nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung sagen, ich hänge jetzt ein Hochschulstudium hinten dran. Und ich habe Hochachtung für jeden, der das macht, weil das natürlich auch bedeutet, dass man noch einmal einen Abschluss hinterherhängt, dass man eben jetzt nicht sagt, man hat einen Job und vielleicht ein vernünftiges Einkommen, sondern weil das natürlich auch mit persönlichen Einschränkungen noch einmal verbunden ist. Und ich finde, dass es besser wäre, die Durchlässigkeit zu erhöhen, Bildungshürden abzubauen. Ich finde, wenn man das ernsthaft möchte, dann wäre es eben auch notwendig, mal über die Frage stärker zu diskutieren, warum ein mehrgliedriges Schulsystem? Warum nicht längeres gemeinsames Lernen? Und über diese Benachteiligung, finde ich, müssen wir reden. Und ich finde einen Punkt auch noch, den ich gerne ansprechen möchte, wenn wir gerade darüber reden, dass wir Hochschulen öffnen möchten, dass wir sie öffnen möchten für Menschen, die einen anderen Zugang jetzt zu der Hochschule haben als Schule von der 1. bis zur 13. oder von der 1. bis zur 12. Klasse, dann finde ich, sollten wir auch noch einmal darüber reden, wie man die soziale Infrastruktur, wie man die sozialen Belange der Studierenden auch in den Fokus rücken kann. Weil gerade für Menschen, die eben schon eine abgeschlossene Ausbildung haben, für die ist doch besonders wichtig, dass es ein Recht auf Teilzeitstudium gibt, dass das möglich ist, dass es bezahlbaren Wohnraum gibt. Da muss man über die Frage des BAföGs reden. Das kommt in dem Antrag ja auch vor, dass es eine Weiterentwicklung des BAföGs geben muss. Da müssen wir auch über die Höhe des BAföGs reden. Wir müssen über Fragen von Kinderbetreuung reden. Also das sind ja alles Fragen, die jenseits des formalen Hochschulzugangs und der Hochschulzugangsberechtigung, die die Menschen erwerben, eben auch eine Rolle spielen. Ob diese Menschen dann eben auch in der Lage sind, ihr Studium erfolgreich abzuschließen, hat eben auch etwas mit den Bedingungen zu tun, die sie an den Hochschulen vorfinden und vor allem auch außerhalb der Hochschulen, also gut finanzierte Studierenden, Studentenwerke usw., so also was jetzt nicht direkt Studium und Lehre ist, aber eben auch dazu gehört. Deshalb jede Bildungshürde, die fällt, ist richtig, dies begrüßen wir. Deswegen ist der Kern Ihres Antrags ist vollkommen richtig und ich glaube weitestgehend auch unstrittig, dass man diesen Weg geht. Aber da muss ich auch sagen, leider ist in den Antrag dann einfach so viel Selbstbeweihräucherung noch mit reingekommen zu anderen Fragen, die auch nur ganz kurz jetzt in dem Antrag angesprochen sind, die der Kollege May, herzlichen Glückwunsch auch zum Geburtstag, noch, also jetzt auch in seiner Rede kaum angesprochen hat. Da ist einfach so viel drin, dass man in der Gänze jetzt nicht sagen kann, wir stimmen Ihrem Antrag zu. Deswegen, da steht zu viel Falsches leider drin. Aber ich glaube, im Kernanliegen besteht hier eine hohe Einigkeit. Und deswegen sage ich noch einmal, jede Bildungshürde, die abgebaut wird in diesem Bildungswesen, es ist richtig, es ist gut, die Durchlässigkeit zu erhöhen. Deswegen haben Sie in der Sache da auch unsere Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Als Nächstes hat sich gemeldet für die CDU-Fraktion Herr Kollege Hofmeister. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! In schöner Regelmäßigkeit vermitteln uns unterschiedlichste Studien, unser Land brauche mehr Hochschulabsolventen. Die daraus entstehenden Debatten über Bildungskarrieren zwingen einem oft den Eindruck auf, dass das Berufsleben eines jungen Menschen erst mit dem Abitur beginnt und mit einem erfolgreich abgeschlossenen Studium seinen Lauf nehmen muss. Ich darf aber gleich zu Beginn für meine Fraktion feststellen, Vergleiche von Akademikerquoten in immer wiederkehrenden Vorlagen, beispielsweise der OECD, führen in die Irre. Nicht jeder Mensch ist für eine akademische Karriere geeignet. Und genauso wenig liegen bei jedem Menschen die Voraussetzungen für eine Karriere im Handwerk oder der Industrie vor. Die Bildungskarriere und der spätere Berufsweg ist auch nicht automatisch vorgezeichnet. Wichtig ist für uns, dass die eigenen Stärken und auch Schwächen rechtzeitig erkannt und entsprechende Angebote genutzt werden, um einen Einstieg nach der Schulzeit in einer Ausbildung, sei es beruflich oder akademisch, zu finden.
Wahrscheinlich findet jeder hier mittlerweile Beispiele im Bekanntenkreis, wo die Bildungs- und Berufskarriere nicht schnurgerade verläuft. Blicken wir einfach einmal auf uns selbst. Hier sitzen Politologen, Juristen, Ingenieure, Landwirte, Sozialarbeiter, Lehrer und Ärzte nebeneinander, und der Weg bis ins Parlament lief bei den meisten von uns wahrscheinlich nicht geradlinig. Aber zurück zu dem, was uns heute beschäftigt. Es geht um die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung, und zwar ausdrücklich nicht nur in eine Richtung. Das ist der Mittelpunkt dieser Debatte, und da hilft es der Opposition auch nicht, alle bildungspolitischen Fragen in Gänze aufzurufen mit unterschiedlichen ideologischen Ausprägungen, sondern wir müssen uns jetzt hier einmal auf diese Frage Durchlässigkeit konzentrieren, und das ist in diesem Antrag sehr ausführlich und gut beschrieben. Die Frage, dass beruflich Qualifizierte auch den Weg an die Hochschulen finden, um einen akademischen Abschluss zu erreichen, wird seit Anfang der 2000er in Hessen und darüber hinaus mit einer zunehmenden Öffnung der Zugangswege beantwortet. Dieses haben wir in Punkt 3 unseres Antrags thematisiert. Stichworte sind hier der Hochschulzugang für Absolventen der Meisterprüfung bzw. vergleichbare Abschlüsse sowie nun der Modellversuch des Hochschulzugangs für Menschen mit mittlerem Schulabschluss und qualifiziertem Abschluss einer mindestens dreijährigen anerkannten Berufsausbildung sowie einer Abschlussnote von 2,5 oder besser. Seit einigen Jahren kann man regelrecht einen Wettbewerb akademischer und beruflich-betrieblicher Bildungsgänge wahrnehmen. Dieses Phänomen ist sicherlich einerseits durch den Fachkräftemangel, wie andererseits durch die deutliche Zunahme von Abiturienten bedingt. Wettbewerb an sich ist auch nicht negativ. Jedoch ist es Aufgabe von Politik, Kammern und Hochschulen, immer wieder deutlich zu machen, dass berufliche und akademische Bildung gleichwertig sind. Der Hessische Handwerkstagpräsident Bernd Ehinger hat bei der Vorstellung der Konjunkturprognose für 2017 vor rund zwei Wochen einerseits die ungetrübte Stimmung in den Handwerksbetrieben betont und die Erwartung geäußert, dass auch 2017 ein goldenes Jahr für das Handwerk wird. Gleichzeitig wies er jedoch auch sehr deutlich auf die zunehmenden fehlenden Fachkräfte sowie die seit Jahren zurückgehenden Ausbildungszahlen hin. Und dies liegt anerkanntermaßen nicht an fehlender Bereitschaft der Betriebe, auszubilden, sondern an fehlenden Bewerbern. Ehinger bezeichnete den ungebrochenen Trend zum Studium als ein Problem für die gesamte deutsche duale Berufsausbildung. Gerade das europaweit, ja geradezu weltweit anerkannte Erfolgsmodell der dualen Berufsausbildung in Deutschland und Hessen gilt es in den öffentlichen Debatten, auch mit Eltern sowie Schülerinnen und Schülern, immer wieder hervorzuheben. Das duale Ausbildungssystem vermittelt relativ passgenau den für die Wirtschaft benötigten Qualifikationsbedarf und sorgt damit für beste Einstellungschancen für junge Menschen am Anfang ihres Erwerbslebens. Und wir können sehr froh sein, dass wir in unserem Land kein komplett akademisiertes Bildungssystem haben, sondern etablierte Strukturen, die maßgeblich auf den zwei Säulen von beruflicher und akademischer Bildung beruhen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unser Arbeitsmarkt braucht heute und in Zukunft den Handwerker, den Mechaniker und die Krankenschwester, genauso sehr wie den Arzt, den Architekten und den Rechtsanwalt. Und alle Berufsbilder, die ich hier beispielhaft nenne, eröffnen attraktive Zukunftsperspektiven und Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Aber meines Erachtens muss es uns Sorgen machen, dass Betriebe zunehmend Schwierigkeiten haben, geeignete Bewerber für Lehrstellen zu finden. Ich habe Herrn Ehinger als Handwerkspräsidenten gerade genannt. Gleichzeitig erleben wir an unseren Hochschulen Jahr für Jahr neue Höchststände bei den Studierendenzahlen. Die Gründe hierfür sind vielfältig, und es würde zu weit führen, hier alle beleuchten zu wollen. Mitunter erleben wir aber Folgendes. Junge Menschen legen das Abitur ab oder setzen nach einem Abschluss zunächst die Schullaufbahn fort, um eine Hochschulzugangsberechtigung zu erhalten. Sie streben dann in einen Studiengang und erkennen vielleicht erst nach vier Semestern, dass der Weg an die Hochschule zu diesem Zeitpunkt zumindest nicht der richtige war. Und diese jungen Menschen frühzeitig zu erreichen und ihnen andere Wege für die berufliche Karriere aufzuzeigen, ist eine Aufgabe, denen sich Schulen, Hochschulen, Arbeitsagenturen, die Kammern zunehmend widmen. Als ein Beispiel für die Bemühungen sei hier das Bündnis Ausbildung Hessen 2015 bis 2019 genannt. Ich sprach zu Beginn davon, dass es uns um die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung geht, und zwar ausdrücklich nicht nur in eine Richtung. Also nicht nur aus der beruflichen Qualifizierung in Richtung Hochschule, sondern auch von den Hochschulen in eine berufliche Aus-
oder Weiterbildung. Und daher haben wir die Attraktivität der beruflichen Bildung für Studienabsolventen wie Abbrecher auch mit Punkt 4 unseres Antrags in den Blick genommen. Die Beispiele wie das Aufstiegs-BAföG, das Projekt YourPush der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, das Programm Jobstarter Plus des BMBF und des Europäischen Sozialfonds sowie die Initiative NIS 2.0, übersetzt Netzwerk zur Integration von Studienabbrechern, zeigen nach meiner Auffassung eindrücklich, dass ein breites Netzwerk von mehreren staatlichen Ebenen, Kammern, Hochschulen und Arbeitsagenturen daran arbeitet, jungen Menschen Orientierung und den Weg in einen passenden Beruf zu vermitteln. Ein wichtiges Zeichen, denn berufliche Teilhabe bedeutet eben auch gesellschaftliche Teilhabe und die Möglichkeit zur Verwirklichung von Karrierewünschen, wenn vielleicht auch auf eine andere Art wie im Ursprung vielleicht mal gedacht. Meine Damen und Herren, ein Aspekt noch zum Schluss. Oftmals herrscht in Elternhäusern und in der Gesellschaft insgesamt noch der Eindruck vor, schulische, berufliche und akademische Bereiche seien strikt getrennt. Dies mag früher auch einmal so gewesen sein. Heutzutage sieht die Lage jedoch deutlich anders aus, und dies gilt es immer wieder zu thematisieren und dann eben auch in Form eines solchen Setzpunktes, wie es die Kollegen von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN heute hier initiiert haben. Dieser Antrag ist daher ein guter Beitrag, um durch die Debatte den Blick auf das Zusammenrücken von Berufsbildung und Hochschulen sowie die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung zu richten. Die Versuche der Opposition, hier Kritik zu üben, laufen ins Leere. Hessen ist bei der weiteren Verbesserung der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung gut unterwegs und geht den richtigen Weg. Aber auch hier gilt der Grundsatz, Gründlichkeit gilt vor Schnelligkeit. Als Koalition aus CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN werden wir uns weiterhin für eine attraktive Bildungslandschaft in Hessen einsetzen, die unseren Bürgerinnen und Bürgern in einem sich stetig verändernden Arbeitsmarkt beste Zukunftschancen bietet. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hofmeister. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Rhein. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch von mir, lieber Herr May, einen ganz herzlichen Glückwunsch. Ich darf an dieser Stelle durchaus erwähnen, dass ich sehr glücklich bin über die sehr konstruktive und freundschaftliche Zusammenarbeit, die wir pflegen. Und wie wir das gemeinsam machen, das sieht man ja auch hier bei diesem Antrag und bei dieser Art und Weise, wie wir gerade im Bereich der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung wirklich Meilenschritte vorangekommen sind, gemeinsam, auch aus einer gemeinsamen Überzeugung, nämlich aus der Frage heraus, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie wir gute Bildungspolitik in Hessen definieren. Wir haben immer gesagt, gute Bildungspolitik kann man nicht alleine nur an einem Markstein bewusst machen, sondern gute Bildungspolitik muss ein ganzes Bündel an Zielen verfolgen. Dazu gehört natürlich die Schaffung von Teilhabechancen. Dazu gehört natürlich auch die Reduzierung von Bildungsarmut. Aber es gehört eben auch, und ich bin sehr dankbar, dass darauf hingewiesen ist, es gehört dazu auch die Sicherung der Arbeitskräftebasis der Unternehmen und der Technologie- und Wachstumsbasis einer Volkswirtschaft. Insoweit stellt sich natürlich auch in der Bildungspolitik die Frage, welche Bildung braucht die Volkswirtschaft. Eine der Antworten ist, die Innovationskraft des Geschäftsmodells Deutschland ist sehr abhängig von der Verfügbarkeit von Qualifikationen sowohl der beruflichen als auch der akademischen Bildung. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir beides brauchen. Deswegen lehne ich auch diese sehr holzschnittartigen Debatten, die manches Mal geführt werden, ab. Debatten über das Thema Überakademisierung. Das ist eine Debatte, die im Übrigen auffällig häufig von denen geführt wird, die an den Genuss der akademischen Ausbildung gekommen sind. Aber gemeint sind eben immer die anderen. Und mindestens genauso für falsch halte ich auch die Debatte, bei der der Anschein erweckt wird, der Mensch beginnt erst mit dem Abitur und dem Studium, wie das beispielsweise der Frankfurter Oberbürgermeister ja erst kürzlich einmal wieder gemacht hat, als er gefordert hat, die Abiturquoten müssten gesteigert werden, bis es kracht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist natürlich vollkommener Unsinn.
Denn bei der Sicherung des Geschäftsmodells Deutschland sind eben die duale berufliche Bildung und auch die akademische Qualifizierung unmittelbar komplementär zueinander. Und das ist ja das, was auch beschrieben worden ist. Wenn aber natürlich das Bildungsverhalten junger Menschen, das wir glücklicherweise nicht staatlich lenken können und nicht staatlich lenken wollen, wenn dieses Bildungsverhalten unwuchtartig in eine Richtung ausschlägt und damit die andere Richtung in eine gewisse Gefahr bringt, dann ist der Staat gefordert, kluge Maßnahmen zu ergreifen, weil, und ich glaube, das muss ich hier nicht besonders betonen, im Kreise von Experten, weil eben die duale Berufsausbildung ganz besonders bei uns eine ganz besonders wichtige Rolle spielt. Und deswegen, meine Damen und Herren, haben wir gesagt, ein richtiger Lösungsansatz kann darin bestehen, die Durchlässigkeit des Bildungssystems zu erhöhen, so wie wir das mit dem Hochschulgesetz jetzt vereinbart haben miteinander, und eben einen erleichterten Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte zu schaffen. Und ich bin deswegen überzeugt davon, dass wir es richtig machen. Nicht nur, kommt gleich noch zu den Zahlen, weil die Zahlen stimmen, weil offensichtlich die Zahlen zeigen, es besteht ein Bedürfnis, sondern insbesondere auch deswegen, weil der Wissenschaftsrat sagt, ihr macht das richtig. Und dafür muss man sich nur einmal die jüngsten Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Verhältnis von beruflicher und akademischer Bildung anschauen. Und dort heißt es, der Wissenschaftsrat teilt die Auffassung, dass im Rahmen einer beruflichen Ausbildung Studierfähigkeit erworben werden kann. Und die Experten des Wissenschaftsrates weisen darüber hinaus ausdrücklich darauf hin, dass die zusätzliche Öffnung des Hochschulzugangs für beruflich Qualifizierte den Verlust an Bildungsoptionen, der eben bisher mit der Entscheidung für eine Berufsausbildung einhergehen kann, verringert wird und auch Jugendliche, die nach der Sekundarstufe I zunächst eine Berufsausbildung aufnehmen, eben nicht mehr auf die Möglichkeit verzichten müssen, zu einem späteren Zeitpunkt ein Studium zu beginnen. Ich bin darüber hinaus der festen Überzeugung, dass wir, indem wir dieses starre Entweder-Oder, was ja lange Zeit unser System gekennzeichnet hat, dass durch das Aufbrechen dieses starren Entweder-Oder, entweder duales Ausbildungssystem oder akademische Stärkung, wir eines hinbekommen, nämlich dass wir beide Systeme stärken. Das ist genau das, worauf Herr May hingewiesen hat in Erwiderung auf Frau Beer. Insgesamt muss man dem Resümee des Wissenschaftsrates in seinen Empfehlungen nichts hinzufügen, die dort sagen, unabhängig davon, wie viele beruflich Qualifizierte tatsächlich ein Studium aufnehmen, trägt ja bereits die Kenntnis dieser Möglichkeiten dazu bei, das Attraktivitätsgefälle zwischen beruflicher und akademischer Bildung zu verhindern. Und genau dieses sehr deutliche Signal sendet Hessen aus. Lassen Sie mich vielleicht noch einmal im Detail darauf eingehen. Wir haben im Wege des nun zum Wintersemester 2016/2017 gestarteten Modellversuchs, den wir im HHG verankert haben, die Möglichkeit geschaffen, für beruflich Qualifizierte mit mittlerem Bildungsabschluss und einer Qualifizierten mit einer Durchschnittsnote 2,5 und besser abgeschlossenen Ausbildung erstmals ohne Berufspraxis einen prüfungsfreien Hochschulzugang zu allen gestuften Studiengängen an den Hochschulen des Landes zu eröffnen. Und das ist natürlich exakt der Unterschied. Natürlich ist das neu. Das hat es bislang so nicht gegeben, nirgendwo. Und es gibt es auch bislang nirgendwo, außer in Hessen. Und insoweit ist es eine positive, singuläre hessische Lösung, verehrte Frau Abg. Beer. Meine Damen und Herren, wir haben uns entschlossen, das zu tun, weil wir ein klares Signal aussenden wollen an Jugendliche und an Eltern, dass die nach fachkundiger Beratung und Abwägung aller Möglichkeiten gegen Ende der Sekundarstufe I getroffene Entscheidung für eine duale Ausbildung eben keine Entscheidung gegen ein Studium ist, sondern dass diese vielmehr ebenfalls für ein späteres Studium qualifizieren kann. Und die Möglichkeit eines Studiums bleibt ausdrücklich diesen Jugendlichen auch und gerade bei einer Entscheidung für eine berufliche Ausbildung erhalten. Insoweit ist sehr klar und deutlich ausgestrahlt durch diesen Versuch und durch diese Möglichkeit, dass eine berufliche Ausbildung eben keine Verengung späterer Karrierewege darstellt, sondern
dass sie die Zukunftsfähigkeit auf Dauer gewährleistet. Wir haben mit dieser Öffnung, die wir vorgenommen haben, nicht nur die Vereinbarung aus unserem gemeinsamen Koalitionsvertrag und aus unserer gemeinsamen Arbeit, auf die ich eingangs bei der Gratulation an Herrn May eingegangen bin, umgesetzt, sondern wir haben eben sehr ausdrücklich auch in den Diskussionen die Anforderungen bzw. die Forderung des Bündnisses für Ausbildung 2015 bis 2019 im Bereich des Hochschulzugangs erfüllt. Auch das sagte ich, will über Zahlen reden, ganz kurz. Die ersten Verlautbarungen, dass es diesen Modellversuch in Hessen gibt, hat schon dazu geführt, dass es ein großes Interesse an diesem Modellversuch gegeben hat. Die nun vorliegenden Daten der Hochschulen zu der Teilnahme am Modellversuch belegen, dass es einen erfolgreichen Start gegeben hat des Modellversuchs zum Wintersemester 2016/2017. Denn insgesamt konnten 80 beruflich Qualifizierte zum aktuellen Wintersemester an den Hochschulen des Landes immatrikuliert werden, davon 61 an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, früher Fachhochschulen. Und auch ein Blick auf die Studiengänge ist hochinteressant, die die Studierenden gewählt haben. Denn die von den Studierenden aktuell gewählten Studiengänge decken ein sehr breites und ein sehr vielschichtiges, buntes Fächerspektrum von ca. 37 verschiedenen Studiengängen ab. Sie reichen von Bauingenieurwesen, Erziehungswissenschaften, International Finance, Maschinenbau, Informatik bis hin zu sozialer Arbeit, Pflegemanagement, bis hin zu Weinwirtschaft, Gartenbau und Landwirtschaft. Und die jungen Leute haben sich ganz überwiegend, was zunächst nicht überrascht, aber ganz überwiegend für Studiengänge entschieden, die eben einen sehr deutlichen Fachbezug zu ihrer Berufsausbildung ausweisen. Nur 11 Immatrikulierte haben einen Studiengang gewählt, der ohne einen Bezug zu der bisherigen beruflichen Vita ist. Aber auch das will ich ganz deutlich unterstreichen. Wir haben, als wir den Modellversuch konzipiert haben, darüber diskutiert haben, ob wir eben ausschließlich einen solchen Bezug haben wollen, oder ob wir mehr zulassen als nur diesen Bezug, haben wir ausschließlich aus Gründen der Flexibilisierung ganz bewusst auf diese Fachbindung verzichtet, eben weil wir junge Menschen in die Lage versetzen wollen, die fachliche Nähe von Berufsausbildung und Studium selbst zu definieren. Und weil wir gesagt haben, wir wollen, dass junge Menschen ihre Bildungsbiografie frei planen können. Ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Und grundsätzlich wird daher im Modellversuch der Hochschulzugang zu allen Hochschulen des Landes Hessen in allen, betone gestuften Studiengängen, das heißt in allen Bachelorstudiengängen ohne Fachbindung ermöglicht. Und, meine Damen und Herren, damit bin ich bei dem, was ich eingangs gesagt habe. Wer die Versäulung des deutschen Bildungssystems beenden will, wer die Probleme, die die Versäulung eines Bildungssystems verursachen kann, nicht haben will, der muss eben auf Durchlässigkeit setzen, der muss die Durchlässigkeit erhöhen. Und genau das tun wir, indem wir Stoppschilder für Bildungsbiografien abgeräumt haben und Sackgassen geöffnet haben. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. – Wortmeldungen liegen mir keine mehr vor. Es ist vereinbart, den Antrag in den WKA zu verweisen. Das tun wir dann so. Damit sind wir nach der Vereinbarung bei der Mittagspause angelangt. Vereinbart ist eine Mittagspause von einer Stunde. Das heißt, die Sitzung wird fortgesetzt um 14:15 Uhr.